gibt manchmal in unserem Leben Situationen, wo wir aufs Äußerste herausgefordert sind. Da ist Druck, da ist Angst, da ist Not, da ist Mobbing, da ist ein Arztbericht, der vielleicht sehr, sehr schwierig aussieht. Da sind Schmerzen, Krankheiten, da ist Jobverlust in Gefahr, das ist alles eine Situation, die uns sehr, sehr in die Enge treibt und sehr schwierig ist. In der Bibel finden wir einen Bericht, der sich ähnlich anhört. David kannte solche Situationen, die sehr herausfordernd waren in seinem Leben. Da war diese Situation, wo Saul die Boten in Davids Haus schickt und David soll am nächsten Morgen getötet werden. Und diese bedrängende Situation erlebt David und er schreibt in dem Psalm 59 davon. Und das ist etwas, was mich wirklich herausfordert, wenn ich lese, wie David auf diese Bedrängnis reagiert hat. Dort heißt es: Ich aber will singen. Wie kann man in einer bedrängenden Situation, in Not, in Angst, in Schwierigkeiten, sich dazu entscheiden, zu singen? Die Bibel erzählt oft von solchen Reaktionen, von solchen Entscheidungen. Die Entscheidung ist die: Ich schaue auf Jesus. Das, was jetzt in meinem Leben passiert, ist nicht etwas, was Gott übersieht, wo er sagt, da gucke ich weg oder das kriege ich erst gar nicht mit oder ich schaue mal, wie der Mensch sich verhält. Sondern es ist etwas, was unseren Glauben herausfordert, auf Gott zu schauen, auf Jesus zu schauen. Da lesen wir im Psalm 59: Ich aber will singen von deiner Stärke und am Morgen jubelnd preisen deine Gnade. Denn du bist mir eine Festung gewesen und eine Zuflucht am Tag meiner Not. Meine Stärke dir will ich spielen, denn Gott ist meine Festung, der Gott meiner Gnade. Mit Gott werden wir mächtige Taten tun und er wird unsere Bedränger zertreten. Ich aber will singen. Ich möchte es lernen, immer mehr Gott zu vertrauen in den herausfordernden Situationen, in den Dingen, die ich noch nicht vom Ende her betrachten kann, sondern wo ich mittendrin stehe. Und ich will meinen Glauben ausstrecken, dass ich auf den Herrn schaue. Dass ich sage: Herr, du bist der Anfänger und der Vollender meines Glaubens. Du hältst deine Hand über mir. Mein Leben ist unter deinen Augen. Und mir wird nichts zustoßen, was nicht unter deinen Augen läuft, sondern du wirst die Dinge zu meinem Besten erweisen. Ich möchte dich auffordern, neu deinen Glauben auszustrecken, in der Situation, in der du gerade bist, in der unübersichtlichen Lage, in der du gerade bist, dass du sagst: Ich werde nicht aufhören, Gott zu preisen. Ich werde Gottes Namen erheben. Ich werde in dem Namen Jesus beten. Ich werde in dem Namen Jesus vorangehen. Ich werde mit Gottes Hilfe, in seiner Stärke, durch diese Situation hindurchgehen. Ich werde diese Aktivitäten auch des Feindes in dem Namen Jesus zurückweisen. Ich werde in der Kraft des Namens Jesus die Mächte, die dämonischen Mächte, die Mächte der Bosheit zurückweisen. Ich werde durch diese Situation hindurchkommen, weil Gott möchte, dass ich daran lerne, dass ich stark werde, dass ich hindurchkomme. Er wird für mich arbeiten. Er wird die Dinge für mich arrangieren. Er wird mich zum Ziel bringen. Entscheide dich, auf den Herrn zu schauen. Entscheide dich, den Namen Jesus über deine Situation auszurufen. Entscheide dich dafür, Gott mehr zu vertrauen, ihn mehr zu sehen als die Dinge, in denen du gerade stehst. Gott hat mehr für dich.